ich bin fast fertig. Wir sind für Q3 jetzt schon mal im Soll und... Mom, ich arbeite. Das trägst du beim Arbeiten? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Farouk ist Arzt und er ist Single. Mit Make-up ist sie noch viel hübscher. Aber ich trage Make-up. Ich hab so satt, an Feiertagen mit einer Frau auszugehen. Das ist viel zu viel Druck. Dann sei mal der einzig übrig gebliebene Single der Familie. Du hast Rodney nicht angerufen. Wo ist Rodney? Wieso hast du Rodney nicht angerufen? Wieso hast du ihn nicht angerufen? Weil ich ja schon einen Freund habe. Ist er nicht toll? Er ist mein Holiday-Date. Holiday-Date? Nur für die Feiertage, ohne Verpflichtung. Sowas brauche ich für Silvester. Wir können uns ja als Date benutzen. Ich mein's ernst. Sex und Freundschaft klappt nie. Dann sind wir uns einig. Von jetzt an Holidays ohne Sex. Großartig. Das war der Sinn dieser ganzen Idee. Diesen Druck loszuwerden. Ich wünsche euch schöne Ostern, meine Häschen. Ich möchte, dass du jemanden findest, der wirklich Potenzial hat. Nicht dieser Holiday-Quatsch wie bei deiner Tante. Aber es scheint dir zu gefallen. Sie wird ganz allein in Windeln und in einem Rollstuhl sterben. Haben wir den Finger? Holiday-Regel Nummer 3. Man lässt ein Holiday nicht zurück. Unsere Hände lagen aufeinander. Hast du verhütet? Wenn du ihn magst und er dich mag, wo gibt's dann ein Problem? Ich kann ihn nicht mögen, bevor ich nicht ganz genau weiß, dass er mich auch mag. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Vielleicht entwickelt sich diese Holiday-Sache ja doch nochmal. Warum reagieren alle so argwöhnisch auf eine Single-Frau, die happy ist? Du siehst aber traurig aus. Menschen sind nicht dafür gemacht, an Feiertagen allein zu sein. Mein Baby gehört zu mir, ist das klar? Baby gehört nicht auf den Boden geknallt.